5 rein. Warte, warte kurz, das mache ich jetzt gleich. Was war das? 5, 5, ne? 5, 5, 5, 5, 5, 5. Haben wir den und dann können wir hier ja noch eine Schmiede anschließen. Dann fehlt uns jetzt fehlt uns quasi nur noch ein Band. Das sieht ja so aus, als wenn die das packen würden hier unten. Oder soll ich es riskieren, dann 5 auf 6 zu machen? Komm, ich mach das mal. Ich versuch's einfach mal. Ah, alles kaputt gemacht. Fünf auf sechs. Fünf auf fünf, fünf auf sechs brauchen wir. Fünf auf sechs. Fünf auf sechs. Müssen wir einen rüber, ne? Mal gucken, ob der Zug das hinkriegt. So. 5000 Prozesseinheiten pro Stunde. Top. Doch 6 auf 2 auf dem Zug und dann 8 auf 6. Warte, was habe ich denn jetzt da unten? Ich habe jetzt hier 3 auf 1. Aber das sieht gut aus. Ihr kriegt die Bänder ja gefüllt. Das sieht mehr als gut aus. Okay, das liegt im Moment dran, weil hier noch rot ist, aber es arbeiten auch alle Schmieden. Das passt. Oh, jetzt bin ich hier ein bisschen zu weit gegangen. So. Okay. Wenn da jetzt dann noch überall diese Produktivität-Dinger reinkommen, ich glaube, dann ist richtig brutal. Jetzt weiß ich nur nicht, ob wir überhaupt noch Platz haben für so ein Band hier. Aber eigentlich. Aber das sind wie viele? 2, 4, 6, 8. So, und hier sind es 2, 4, 6. Und die 2, die müssen hier hin, auf die Seite. Obwohl, ist eigentlich egal. Aber ich würde sie trotzdem auf die Seite hier bringen wollen.
Okay, das heißt, wir machen ganz kurz Produktionsstopp. Taschen sind schon wieder voll. So. Hier passen zwei dazwischen. Oh. Das ist Müll gewesen. Irgendwas, diese Kurve. So, was wollen die denn jetzt hier? So, und jetzt müssen wir quasi hier mit dem schön. Warum läuft auf dem Band noch nichts? Weil ich hier wieder irgendwas falsch rumgebaut habe. Natürlich. Natürlich habe ich wieder was falsch rumgebaut. So. Jetzt würde ich das hier alles gerne nochmal richtig neu machen. Nämlich bei dem Eisenband auch irgendwann gemacht und danach lief es richtig gut. Dann machen wir hier nämlich jetzt auch nochmal einen Balancer, also genauso wie das hier beim Eisen ist. Dann habe ich nämlich endlich den Achterbus, den ich sowieso immer haben wollte. War ja schon immer der Plan, dass es... Ich aber ein Achterbus wird. So, und jetzt laufen die zwei nämlich komplett raus. Jetzt funktioniert das nämlich auch. So, dann habe ich nämlich hier auch zwei Ausgänge. Dann geht es weiter. Dann kommt nochmal ein Ausgang. Und dann bin ich hier. Das ist aber irgendwie Schrott. 2, 4, 6, 8 auf 7.
Dann machen wir hier nämlich einen Balancer hin. Das ist, also da ist ja ganz komisch. Dann machen wir hier einen 8 auf 7 hin. Passt hier nicht hin, ne? Boah, Leute, ey. Dann machen wir das hier noch weg. Nicht wieder voll, ne? So, jetzt aber. 8 auf 7. 8 ist FDR, 8 ist... Aber ich glaube, das brauche ich auch bei den Mengen an Dings, die ich brauche. Für allen möglichen... Dann ist es genau ein versetzt, ey. Das hier ist cool. Hier habe ich doch irgendwann mal so ein Ding geklaut, ne? So, jetzt gehen wir hier einen rüber. Das funktioniert so aber nicht. Ich muss früher rüber gehen. Boah, das macht mir jetzt schon wieder Kopfschmerzen, ey. Jetzt komme ich noch in den rein, aber in den nicht mehr, ne? Ich muss noch einen früher rübergehen. Oh Mann, ey. Ja, wieder eine Baukacke hier, ey. Außer Reichweite, glaube ich nicht. Da unten macht wieder irgendwas dillum dillum. So. Dann gehen wir nämlich von 8 auf 7, haben wir ein Band gespart. Eins, zwei, vier Ausgänge sind das. So, hier sind zwei Ausgänge und hier werden nochmal zwei Ausgänge. Und dann haben wir hier aber schon irgendwie was ganz Komisches gebaut. Da sind auf einmal von den 6 Bändern nur noch 3 übrig. Und das verliert sich hier auch im Nichts und so. Das ist ganz merkwürdig. Ja, aber genau so ist es. Du denkst, du hast riesig gebaut und in Wirklichkeit ist das einfach nur ein Tropfen auf dem heißen Stein, ey. Boah, ist das krank. So. Hier bin ich mit 2 aus. So, und hier müssen jetzt... Und hier müssen jetzt 4 Gänge nochmal raus. So, aber wir haben... Das müsste ja theoretisch funktionieren. Das heißt, wir gehen hier bei dem ersten vom dritten raus. Ja? So. Dann gehen wir hier... vom vierten raus. Das heißt, von dem sind wir immer noch nicht rausgegangen. Von dem gehen wir einfach mal bis hierhin unterirdisch. Von dem auch. Und von dem hier auch. So. Hier sind wir immer noch nicht rausgegangen. Dann gehen wir jetzt von dem raus. Ja. So, das heißt, die 4, die jetzt hier liegen, die sind alle schon einmal abgenommen worden. So, und dann haben wir hier den, da sind wir jetzt auch einmal rausgegangen. So, das heißt, wir können jetzt hier den nehmen und nehmen den für den hier. So, und dann haben wir die 2, wo wir noch nicht rausgegangen sind. Korrekt, ne?
So, und jetzt gehen wir hier von 8 auf 6, sage ich jetzt einfach mal. Sage ich. Und das passt jetzt nicht dahin, weil da die zwei im Weg sind. Und die werde ich wahrscheinlich nicht noch länger kriegen, oder? Nein, das ist maximale Länge. So, jetzt können wir höchstens gucken, ob wir das hier irgendwo hinkriegen. Ist der Wumms da? 8 auf 6, 8 auf 6, 8 auf 6. So. Das Ding ist, mit Todeswelt kannst du aber auch nicht riesig einplanen von Anfang an, wenn du keine Gegner hast. Da kannst du planen. Ja, genau. Also du musst am Anfang schon irgendwo einen Plan haben, wo du irgendwie hin willst, ne? Und deswegen hatte ich ja am Anfang hier nur diese ganz kleine Base hier oben gebaut, wo quasi schon alles war. Und wollte dann irgendwann einmal umbauen auf das hier. Und ich finde, eigentlich ist das relativ gut gelungen. So, jetzt brauchen wir hier wieder einen, der rausgeht. Dann geht der nach hier. Der geht nach hier und dann können wir da auch nochmal rausgehen. So, und hier gehen wir jetzt mit dem raus. Ist auch sogar nur noch ein rotes Band. So, und jetzt haben wir noch fünf. Und wir brauchen hier noch einen Ausgang. Da noch einen Ausgang. Und da noch einen Ausgang. Also gehen wir jetzt von 5 auf 3. Boah, dieser Platz gerade geht mir tierisch auf den Senkel, ne? So, jetzt ziehen wir hier erstmal durch. Warte mal, wir machen mal kurz hier so. Wir haben gesagt von 5 auf 3. Aber vorher müssen wir noch einmal raus. Okay, dann gehen wir hier oben von 5 auf 3. 5 auf 3. 5 auf 3. Die 3 sind die hier, so. Da kommt aber noch ein Ausgang. Okay, warte, wir müssen das mal kurz wegmachen. 5 auf 3. Können wir doch dann hier so hinsemmern. Zimmern, so. Semmern. Ich bin mal gespannt, ob das jetzt gleich effektiv war. Ey. Hier gehen wir noch mal raus. Wenn wir einfach den hier nehmen, dann geht der direkt da dran und kommt auch nicht mehr wieder. Aber das ist einer, der hier vorne schon teilt. Das ist das Blöde daran. Warte, dann machen wir das vielleicht doch anders und nehmen den hier. Wir nehmen dann den aus der Mitte. Wir nehmen einfach den aus der Mitte. So.
Das war doch ein geiler Move. So, und dann gehen wir hier dran. Und hier gehen wir so dran. So, und dann haben wir hier oben 3. Dann nehmen wir wieder den aus der Mitte. Gehen da dran. Gehen mit dem da dran. Okay, das ist scheiße. Gehen mit dem da dran. Müssen wir doch den hier nehmen und den hier einmal rumgehen. So. Dann geht der da drauf. So, und dann haben wir hier ganz oben noch einer, der rausgeht und das war's. Doch, hier geht noch einer raus und dann noch einer und dann noch einer und dann noch einer. Aber die sind voll. Hier ist halt irgendwie Krebs. So, diese Line hier, die kann komplett weg. Weil wir hier oben einfach nur noch 3 machen. Weil mehr brauchen wir hier oben eh nicht mehr. Da reichen 3 vollkommen aus. Und jetzt müsste hier eigentlich ein viel, viel geilerer Input sein. Geht so. Ja, versuch mal, mach mal. Bei roten hast du auch. Bei rote Band hast du Kupfer auch. Vergessen, warte, rote Band, rote. Hier meinst du? Ah, der braucht auch noch Kupfer. Sensationell. Das ist ja genau das, was ich jetzt brauche. Dann habe ich es jetzt verkackt. Ist echt scheiße. Den Strom, ja? Da den Strom abgestellt habe. Im richtigen. Warte mal, ich muss mal kurz hier Stream Elements. Hast du versucht, einen Link zu posten? Da eigentlich gehen. Ansonsten kannst du mir den auch gerne per Privatnachricht schicken. Das Ding ist, hier ist das Band schon nicht voll. Und weil das hier schon nicht voll ist, ist das hier schon Maggi. Ne, ich sehe nur Sterne leider. So, und was ist hier? Ist hier irgendwas falsch? Hier fehlt komplett eine Reihe Greifer. Was ist das denn? Wer hat denn den Blueprint gebaut? Das ist einfach kompletter Fail hier oben. Ach nein, hier fehlt einfach nur das Band. Was ist das denn? Konnte das denn passieren? Deswegen ist das Band auch nicht voll. Ich kann den Link echt nicht sehen. Ich sehe einfach nur 3 Sterne.
3 Sternchen. So, ist hier noch irgendwas? Das Band ist voll, das Band ist hier, es geht. So, aber jetzt wird das auch voll werden. Hier ist ein Knick in der Optik, die fallen hier in den Boden. Hier werden die Roten so aufgefressen. So, wir machen jetzt einfach mal den hier. Haben wir schon gemacht, ne? Noch nicht wirklich. Da sind auch noch nicht überall die... Warte. Flüsternachricht, hi. Hab dir mal geschrieben. Dim, 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 dim. So, was haben wir denn da? Das sind Splitter. Bot-Splitter. Bot-Splits. Die sind ja noch kompakter. Ach, da sind auch die Ausgänge dran, okay. Das Problem ist, wenn ich das so... Ja, ich verstehe... Ich kann die doch bestimmt. Copy to Clipboard. Wo war's? Code importieren. So, jetzt haben wir hier das Buch. Tun wir das doch mal hier mit rein. Neben das andere Buch. So. Okay, das ist geil. Oh, Leute, ich freue mich. Danke dir vielmals. Weil hier habe ich ja das Problem, dass ich hier mit 2 rausgehe. So, okay, das heißt, wir reißen das hier nochmal kurz ein. Ziehe ich mir jetzt direkt rein. Ich weiß zwar schon nicht mehr, was ich hier gebaut habe, aber... Welcher war das? So, das ist dann ein 4er-Splitter. So, dann reißen wir das hier auch nochmal ab. Hier oben ist noch gar keine Verbindung hergestellt, auch nicht schlecht, ne? Jetzt ballern wir den mal da rein. Hier genau das, hier auf jeden Fall auch. Hier auch. Wir machen das jetzt alles nochmal neu.
Wobei das hier oben eigentlich schon ganz gut war. So, und hier brauchen wir quasi das zweimal hintereinander. Two-sided, two-sided. Boah, das mit Schaltung sogar. Geile Scheiße. Ich flipp aus. Bin mal gespannt, wie geil das gleich läuft. Der ist nicht verkehrt. Den merken wir uns. Den merken wir uns, aber wir brauchen den hier nochmal. Wir brauchen den theoretisch einmal hier. Wenn dann ja auch so rum. Wir haben ja 8 Bänder. Ja, pass auf, wir bauen den noch weiter nach oben. Wir bauen den nicht genau gleich hier hin. So, wo ist der? Der ist das. Bauen den hier hin und den hier hin. Das kann eigentlich nur geil sein. Jetzt wird es hier richtig abgefahren, habe ich das Gefühl. Ey. Boah. So, hier brauchen wir aber auch noch so einen. Brauchen wir noch so einen? Jetzt gehen wir hier einfach mal in die Mitte. Einfach auf die Mitte. So. Das ist einfach nur, damit wir weitergehen können. So. Sieht cool aus, ey. Können wir mit dem auch weiter nach oben gehen. Ja, aber das passt so mehr oder weniger eigentlich auch genau, ne? Weil du kannst ja dann mal auf die 4 gehen, du kannst auf die 4, also ich kann ja auf die ersten 4 gehen, ich kann auf die zweiten 4 gehen, das ist eigentlich nicht verkehrt. So, hier ist nur das Problem. Mal gucken, bis wohin kommen wir. Siehst du, jetzt kommen wir nur noch bis hier hin. Kommt einfach zu wenig da raus. Warte mal, die hier sind eigentlich unnötig, würde ich sagen. Weil die hast du nämlich hier auch. Warte mal, nur mal kurz. Und es laufen die äußeren laufen mehr. Also die inneren ziehen mehr als die äußeren. Weil im Prinzip verteilst du. Warum ist das Band nicht voll? Genau das ist das, weil hier hinten zu viel wegläuft. Mal kurz, was ist denn, wenn wir jetzt hier... Wir hatten hier vorne noch einen, ne? Ne, hier haben wir keinen. Warte mal, ich mache jetzt noch mal ganz kurz das hier weg. So, und wenn ich jetzt diesen Splitter nehme, den hier hinsetze, muss ich hier vorne nur noch diese zwei machen. So. So, das Band ist jetzt so lange voll, bis ich hier wieder weggehe. Okay.
Das heißt, theoretisch, wenn ich jetzt hingehe und mir